Scheiße, Alter. Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir sind mal unterwegs auf Lost Place Tour. Dieses Mal haben wir ein altes, verlassenes Hotel. Wann es verlassen wurde, kann ich euch leider nicht sagen, aber es ist doch schon mal... Ja, wenn ihr euch hier die ganzen Lampen anschaut, hier hinten haben wir lauter alte Stühle und so Geschichten. Hier unten ist zum Beispiel ein altes Telefon. Dann hier ist ein Tresen, der aber schon recht nach hinten geneigt ist. Und da hinten scheint das Gebäude, wenn man sich das da hinten anschaut, scheint das Gebäude mal leicht so nach hinten zu knicken. Ne? Da hinten ist fliegt der Boden ab, Alter. Ja, ne? Da hinten ist ein Loch im Boden. Aber schaut euch die geilen Details hier an. Ist das nicht krass hier? Wahnsinn. Hier sind noch alte Matratzen. Also ist schon eine kleine geile Location. Hier sind noch ein paar Sachen, die interessant sind. Und da hinten. Da geht der Boden ab jetzt, ne? Ja, das ist das, wo man da hinten, wo ich gesagt habe. Das scheint aber mal gebrannt zu haben oder irgendwas, ne? Wenn du da oben aufschaust. Oh ja. Na, da hinten zumindest der hintere Teil. Ja. Der hintere Teil scheint zum... Das Türstück. Ja. Da siehst du es auch, ne? Ja. Okay. Also ich... nur geschlossen. Datum ist 88. Hier. 88? Ja. Also ist 88 verlassen, oder was? Oder was meinst du? Ich kann das nicht sagen, ne? Das ist die 88. Ja gut, das heißt nur, dass es 88 war, ne? Das ist doch schon eine geile Location. Guckt euch diese alten Telefone an. Wahnsinn. Wenn jemand von euch mal weiß, wie die Dinger funktioniert haben, dann schreibt es mal in die Kommentare. Das würde mich einfach mal interessieren. Vielleicht weiß das ja jemand von euch. Ich bin natürlich mal wieder nicht alleine unterwegs. Dabei ist der Jens und der Karl ist dabei. Karl, Jens. Und wir sind unterwegs und werden heute mal den Harz ein bisschen unsicher machen. Wobei der Boden hier auch ziemlich unsicher ist. Sich anfühlt zumindest. Hier ist noch ein altes Zimmer. Alter Schrank. Da ist ein Fenster, da sind sie schon rein anscheinend. Aber das hier ist, hier, das ist schon gefährlich, Alter. Da geht's abwärts. Lass es, das ist saugefährlich. Ja, ich hab kurz wegen durch den Boden. Ja, also ist. Das müsste Beton sein, da kann man nichts machen. Ist eine krasse Location. Wie wir jetzt gerade festgestellt haben, hat es auch mal gebrannt anscheinend. Hier geht es dann raus. Das da unten ist eine Art Brücke oder irgendwas. Jens, aufpassen. Das ist eine Art Brücke oder so. Ja, man schaut und da geht es dann auch noch mal rauf. Und hier ging es dann rüber, ne? Ja, da oben drüber, ja. Okay, man kann eigentlich auch nicht weit runter krachen, weil wir können ja da drüben rüber. Ja, wenn wir reinkommen. Oh. Oh. Oh, oh, oh. Hey. Wollen wir gerne mal besuchen nach unten? Nee, oder? Nee, ich glaube, das lassen wir. Ja. Oh. So, ich würde sagen, da raus und dann darüber, ne? Ein paar Details sind noch zu erkennen. Das scheint ein recht altes Hotel gewesen zu sein. Hier alte Lampen. Von da aus sind wir gekommen. Jetzt müssen wir mal schauen, wo es rüber geht. Aber ich vermute mal, da, oder? Ja. Genau, da waren wir jetzt gerade gestanden. Zu? Na ja. Dann gibt es mit Sicherheit irgendwo einen anderen Eingang noch. Schauen wir mal da hoch.
aber hier hinten schaut es auch schon ziemlich abgerockt aus. Überall Eis an den Wänden, überall. Türrahmen eingefroren. Eine alte Location halt. Hier ist ein Aufzug. Hier steht Etage Zimmer 65 bis 75. Das hier ist ein altes Zimmer. Alter Schrank. Bad. Ja, ich würde sagen, bis nachher. Ja, wie ihr hier sehen könnt, ist das schon wirklich eine ganze Zeit verlassen. Alter Aufzug. Hier geht's nach oben. Was auch immer hier oben war. Auf jeden Fall die Anlage vom Aufzug. Die haben sie auch schon aufgemacht. Also ist schon. So nicht ohne. Ja, hier hat mal einer versucht zu renovieren. Aber ich denke mal, das ist schon lange her. Ja, ich vermute auch mal, das ist. Gut und gern Ewigkeiten her. Fenster waren abgeklebt auf jeden Fall. Ja, jetzt schauen wir halt mal, wie wir in den anderen Bereich kommen. Ja, die Tür war zu, glaube ich, ne? Ja. Und ja, dann sind wir im Harz. Irgendwas war da, ja. Auf jeden Fall sind wir im Harz angekommen, Leute, und wie ihr seht, es ist schweinekalt und ich glaube, es liegen 50 cm Schnee. Das ist das gute Stück von außen. Ich würde sagen, gehen wir mal hinten rum, weil was mich jetzt stutzig macht, ist, dass ich den hinteren Bereich ja letztendlich jetzt noch nicht begehen konnte. Also das ist ein riesen Komplex, riesen Gebäude. Wie ihr sehen könnt, ist dahinter auch noch mal was. Aber das dahinter ist doch ein Wohnhaus oder irgendwas, ha? Hätte ich jetzt auch gesagt, ne? Vielleicht auch Polizei, ich sperre mich vorne. Da oben willst du nicht mehr rein. Ja, das glaube ich nicht. So wie es ausschaut, alles eingestürzt und so. Ja. Das ist los. Da oben ist die Scheibe auf jeden Fall kaputt. Ja. Ja. Ah. Zuschauer. Ja, fahr mich da oben. Na klar. Ha? Der Urwex dran befahrt. Karl, was machst du? Karl! Sehr freundlich mit der Leiter. Ja. Das ist das Wohnhaus. Und hier ist zum Beispiel eine bessere Einrichtung am Start. Geil. Wie ihr gesehen habt, von da hinten sind wir gekommen. Aber noch ein bisschen Einrichtung hier. Mega. Ja. Also haben wir so ein bisschen Einrichtung. Alte Vorhänge. Hier ist noch so ein Schaukelstuhl. Das war der Eingang. Ach, hier war auch noch mal ein Eingang gewesen. Das sind die von da. Oh. Da hinten seht ihr ja. Ja, oder Wohngebäude. Und es schneit, das ist der Wahnsinn. Wie gesagt, schauen wir mal nach oben.
Altes Bett. Oh, geil. Alte Klos. Hier ist ein altes Bad. Mega. Bisschen Einrichtung ist am Start. Uralter Herd. Und hier scheint es aber dann auch mal wieder gebrannt zu haben. Wer auch immer hier wieder gezündelt hat, verstehe ich nicht. Oh, mysteriös. Also, der Raum triggert mich echt. Seht ihr das? Krass. Ja, das ist unsere erste Location und das ist jetzt ein Gebäude, das im Endeffekt an dem Hotel angeschlossen ist. Welche Funktion das Gebäude hatte, keine Ahnung. Wahrscheinlich ein Wohngebäude, wo vielleicht der Besitzer gewohnt hat. Oder der Besitzer von dem Hotel vermutlich. Also das wäre das jetzt, was Sinn ergeben würde. Meiner Meinung nach. Da ist noch eine Urkunde. Aha. Aha. Okay. Ja. Hallo? Würde jetzt Sinn ergeben. Hallo? Hallo? Würde jetzt Sinn ergeben. Da geht es zum Dachboden hoch. Da habe ich noch gar nicht geguckt. Okay. Hm. Ziemlich viel Rotze hier halt oben, ne? Aber gut. Da habe ich jetzt gerade eine Urkunde gefunden. Und zwar heißt die gute Dame, die hier gewohnt hat, Gisela. Die Gisela. Ich glaube nicht, dass das nur eine Wohnung war. Und im Keller ist nämlich auch noch Bett und alles. Echt? Mhm. Und sogar sehr alt. Also was auch sehr krass ist, schau ich das hier an. Hammer. Hier haben wir noch alte Gegenstände, wie ihr sehen könnt. Ne? Also hier ist echt noch ziemlich viel von Zahnbürsten. Hier, krass. Dann. Oh, Zahnbürsten an der Wand. Ja, altes Mineralwasser noch im Schrank. Es gibt dort halt eben noch viel zu entdecken hier, habe ich das Gefühl. Wahnsinn. Ja, würde ich sagen, bis später. Da ist auch noch, wie ihr sehen könnt, alte Medikamente. Was? Krasser Scheiß. Muss man einfach so sagen. Also, hätte ich nicht gedacht, dass uns da so viel erwartet. Hm. Hier seht ihr ja auch noch Blender Dent Haftcreme. Aber es ist noch echt viel privater Kram hier am Start. Hier hinten, hier unten, habe ich euch da auch schon gezeigt. Oh, kalt heute. Heftig. Krass, krass, krass. Lass das mal auf euch wirken. Ah, mega. Like da, kommentieren, Glocke aktivieren, ihr kennt das Spiel. Würde mich sehr freuen. Ja, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und